Remscheid. Auf einem Friedhof will Tierschützer Stefan Bröckling mit Kollegen der Dogman Tierhilfe einen entlaufenen Hund einfangen. Sie haben ein Fangnetz über einer Futterstelle aufgebaut. Die Tierretter warten, bis der Hund mittig unter der Falle steht. Da ist er. Die kommt. Die steht wieder außen und guckt. Ja! Ja! Wir haben sie! Hey! Achtung! Okay. Wir haben sie! Wir haben sie! Wir haben sie! Was sind meine Handschuhe? Der Kopf ist hier bei ihm. Ja, ist egal, ist egal. Okay, erstmal ganz ruhig. Scheiße, oh Gott. Alles gut. Ist gut, Schatz, ist gut. Alles gut. Okay, wir kriegen was hin. Ist gut, ist gut. Einfach komplett einwickeln. Moment, wie viel brauchen wir noch? Warte, ich liege hier auf einer Decke drauf. Ich habe hier eine. Wir müssen die unbedingt festhalten. Ja. Ja, doch, die ist da unten rum. Halter. Das ist hinten, ne? Ja. Ja. Wachse am Bauch. Okay. Ja. Das ist am Bauch. Ja. Warte. Warte, du stehst auf. Okay. 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 Geht vorwärts, oder? Na, warte mal. So, wir drehen. Jetzt geht's zurückwärts. Hör's auf. Nee, Vorsicht, das. Vorsicht, die Decke. Habt ihr? Ja, ich hab's. Ich hab's. Okay. Geht das? Geht da, da, da. Das klappt. Stufe, links. Ja. Ist gut, Schatz. Ist gut. Weil ihr seid am Kopf hinten. Einer muss die Decke zwischen meinen Beinen hier hochheben. Nee. Ist gut. Ist gut, Mann. Nicht sehen. Ich auch nicht. Ich hab ihn. Ich hab sie. Oh Gott. Beeilt euch. Achtung, die Decke unten hängt. Will beißen. Will beißen? Die Decke, die lag auf die Decke. Ist gut. Schnell. Rein, rein. Okay, unterdrücken. Unterdrücken. Ja. 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 Warte. Okay. Zumachen? Wo ist der Micha? Hier. Ja, wie kommst du? Scheißegal, rein. Soll ich zumachen? Ja. Vorsicht, Finger. Oh. Warten. Scheißegal, wie die Menschen da rauskommen. Was? Hey. Fahren wir in die Halle? Hä? Fahren wir in die Halle, ne? Warte, 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 warte. Wir machen jetzt gar nichts. Okay. Weil hier ist das zu gefährlich. Genau. Geschafft, wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. Jetzt sind wir da. Wir fahren jetzt in die Halle von der Dokumentierhilfe. Und da holen wir die Kleine jetzt aus dem Netz. Die war jetzt während der Fahrt, ich habe die eben über meinen Bluetooth-Intercom noch gehört, relativ ruhig. Das hat wohl ganz gut geklappt. Aber die vor Ort aus dem Netz zu holen, das wäre einfach jetzt zu risikoreich gewesen. Einfach deshalb, weil die uns dann hätte wieder abhauen können. Und das Risiko wollen wir nicht eingehen, auf gar keinen Fall. Ich nehme an, wir fahren den Wagen in die Halle. Oder halten direkt vor der Halle. Ich meine, die Kleine ist ja immer noch im Netz drin.
Fahren wir rein, ja, ne? Ja. Reicht. Eine Leine um den Hals. Die ist einfach nur gerade ganz lieb. Die ist total gechillt. Alles gut. Ich komme hier nicht raus. Leg einfach mal bitte eine Lappe. Süß. Okay. Super, weißt du das? Ach, ich bin fein. Ja. Ich bin fein. Mhm. Komm rein, wenn du kannst. Ist gut. Ist gut. Ich finde die Leine jetzt auch toll. Kommt die aus dem Halsband raus, ja, ne? Ja. Ja. Ein Stück. Bitte. Jetzt. Okay. Ich glaube erstmal nur diesen einen hier. Ja. Gucken wir mal. Ist das? Ich glaube, das reicht schon, oder? Ich muss mich mal kurz rüberlassen, Till. So, damit ihr notfalls nicht weiter. So. Also mehr würde ich jetzt, glaube ich. Zum Aufstehen. Guck mal, jetzt kriegen wir die. Warte, die hängt mit der Pfote hier drin. Ja, das. Nee, ich glaube nicht. Gib mir deine Pfote. Ja, fein. Hier ist die Kopf so zu decken. Guck mal hier. Ja, hinten auch. Die braucht jetzt nur noch aufstehen, dann ist sie draußen. Ja, fein. Ich mach mal hier. Ups. Ist gut. Ja, ich sag mal, besser hätte es kaum laufen können. Wir haben den Hund in der Halle von der Dokumentierhilfe aus dem Netz rausgeholt. Das hat soweit ganz gut geklappt, außer dass die Schere eingesetzt werden musste. Ich glaube, ja, das war ein bisschen ärgerlich, aber wir wollten den Hund da nicht noch so lange stressen. Wir hatten so wenig Platz da, da lagen so viele Sachen rum, dass wir das Netz nicht ausbreiten konnten. Und dann haben wir kurzfristig entschieden, komm, wir schneiden da jetzt so zweimal rein und dann hatten wir ein entsprechendes Loch und konnten den Hund da rausholen. Werden wir sicherlich nicht jedes Mal so machen, aber ansonsten hat alles super geklappt. Wir sind super zufrieden und total erleichtert und die Hündin ist total lieb und die hat uns das auch nicht krumm genommen, muss man ganz klar sagen. Also ich hatte auch gedacht, als wir dann alle mit der Decke auf die zugestürmt sind, um die einzuwickeln, da hat sie auch versucht, uns zu beißen so ein bisschen und so. Ja, das ist ein ganz normales Verhalten. Ne? Die hat Angst gehabt, die hat gedacht, jetzt ist ihr Leben vorbei. Der Hund hat natürlich ein Zuhause und der wird gleich zu den Leuten gebracht, wo der Hund vorher schon gewohnt hat. Und die sind schon informiert worden, die freuen sich, die sind überglücklich. Und jetzt kommt die Kleine endlich nach Hause nach, ich glaube, fast 5 Monaten. Also abgesehen davon, dass ich todmüde bin und auch echt, wenn ich zu Hause bin, sofort einschlafen werde, das weiß ich ganz genau, bin ich überglücklich. Und in dem Moment, wo wir sie gefangen haben und auch dann, als wir sie ins Auto transportiert haben, da sind wirklich die Emotionen mit mir durchgegangen. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl, ein Tier wieder nach Hause zu bringen. Also ich habe ganz oft auch mit Wildtieren zu tun und ich helfe jedem Tier wirklich gerne. Aber ein Tier nach Hause zu bringen, wo es Menschen gibt, die auf dieses Tier warten, seit Monaten schon sehnsüchtig, das ist nochmal was ganz anderes. Und das gibt einem Kraft für die nächsten Einsätze.